Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Edition nach der langen Zeit. Und ich denke mal, wir werden es bald abschließen. Aber uns fehlen ja noch ein, zwei Trainer. Und die übelste Höhle, die es gibt. Aber erstmal warten uns doch diese beiden Trainer auf uns. Diese beiden Schwimmer. Naja, aber die scheinen auch nicht so das Goldene vom Ei zu haben. Das Gelbe vom Ei, sagt man nicht jetzt Goldene. Ja, ich habe ja schon die passende nach vorne, wenn man so will. Zauberblatt auf Golking und er setzt Schockwelle auf den Tentoxer ein. Ja, also eine lange Pause gab es mal wieder. Ja, was, ja, ich habe keine Ahnung, wie das immer kommt. Irgendwie muss ich ständig das Spiel neu beginnen. Naja gut, diesmal musste ich es nicht komplett neu beginnen, sondern war auf einer Stelle, aber... Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht gespeichert manchmal. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das passiert mir aber irgendwie auch nur in Pokémon Smaragd. Das passiert mir nicht in Advance Wars. Das passiert mir nicht bei Mario 64 oder sonst auch nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber gut. Naja. Hauptsache, es ist jetzt wieder normal und wir können das jetzt so gut wie es geht beenden, weil so lange ist es ja auch nicht mehr. Wir sind ja so kurz vorm Ziel. Nach der Liga gibt es ja noch ein, zwei Parts wahrscheinlich, wo wir dann noch ein paar Legendäre fangen und dann noch ein bisschen die Kampfzone erkunden, die es hier gibt. Ja, ich glaube, das war der einzige, der uns noch gefehlt hat irgendwo. Es gab noch irgendwo einen, aber es war nur so ein Kämpfer, glaube ich, und der hat bestimmt auch nicht so. Und den kann ich ja nach der Liga nochmal machen, wenn... So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf... Ach ja, ich brauche wahrscheinlich noch ein VMs... Ja, glaube ich. Ich glaube, man braucht Blitzstärke und noch das andere Ding. Glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Mal gucken. Nee, Moment. Ja, wobei, nee. Das hole ich mir erst gleich. Es kommt ja gleich noch zu einem Kampf. Und da wäre es besser, wenn ich dann erstmal mein ganzes Team habe. Und nach diesem Kampf kann ich dann das wechseln. Siegesstraße. Und die Musik ist auch so richtig episch. Hat sie auch in Super Smash Bros. Brawl geschafft. Und da passt die einfach nur so richtig rein. Da gab es ja diese eine... wie heißt diese eine... Jetzt fällt mir schon der Name nicht mehr ein. Diese eine Stage. Sperrsäule. Sperrsäule, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, da ist die richtig geil. Und wir treffen auf Heiko. Hallo Jake, du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir. Jake, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Ja, dieses kleine Kitty von Heiko möchte gegen uns kämpfen. Naja... Aber man sollte ihn jetzt nicht unterschätzen. Man sieht es schon, weil er 5 Pokémon hat. Er hat nicht nur einen Trasler. Nein, er hat einen Altaria. Damit fängt er an. Das zeigt schon, ja, der will's wissen. So, ich könnte Lukas machen, aber ich habe irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass er mir dann auch eine Drachenattacke in den Nacken steckt. Und Feuer-Olem ist auch nicht so stark. Ich gehe mal zu Steelhead. Bodyguard, okay. Er hat sozusagen seine Runde verschwendet, wenn ich ehrlich bin, die ich ihm gegeben habe. Drachentanz. Ugh. Das ist nicht gut. Boah, 44 ist das Ding. Alter Schwede. Naja gut, immerhin treffen wir direkt. Ah. Naja, immerhin ist die eh nicht wieder runter. Also hat es sozusagen keinen Fortschritt gemacht, aber... Ja gut, setzt die ganze Zeit nur Drachentanz ein. Habe ich kein Problem mit. Solange dann Felsgrab trifft, ist das alles in Ordnung. Weil dann senken wir immer wieder die Ini drunter. Das wäre eine sehr gute Taktik. Aber gut, das sollte es jetzt auch nochmal treffen. Oder soll ich was anderes einsetzen? Nee, ich bleib bei Felsgrab. Ja, der setzt nämlich eine Top-Genesung ein. Da muss man schon darauf Acht geben. Naja gut, und ich meine auch, was soll das Ding angreifen für uns? Gut, er könnte mit einer Drachenattacke vielleicht ein bisschen Schaden machen, wegen dem Step-Bonus. Aber Feuer-Odem, ist speziell.
Ja, komm. Das hat 20 abgezogen. Was mehr nervt, ist die Paralyse. Aber trotzdem, das war vom Angriff her fast gar nichts. Und ich glaube, Feuer-Olem ist doch speziell. Warum greift er immer, erhöht er dann seinen Angriff? Mit Drachentanz. Naja, werde ich nicht schlau. Ist ja auch egal. Was mich mehr nervt, ist, dass wir ständig von der Paralyse behindert werden. Und dann kann er auch seine Initiative noch ins Unermessliche steigern. Das wird ihm eh nichts bringen. Und setzt er wieder eine Top-Genesung ein oder kann ich... Nee, jetzt kann ich ihn besiegen, wenn ich treffe. Ja, das macht gar nichts. Der ist echt eine defensive Wand, unser Steel-Ad, wenn man das so sieht. Gut, Altaria besiegt. Und ich glaube mal, auch vor der Liga werde ich noch ein bisschen trainieren müssen. Da bin ich noch ein bisschen schwach. Roselia? Oh Gott. Nee, also da muss ich ja mal nichts zu sagen. Roselia. Naja, gut. Was soll er denn machen? Das bringt gar nichts. Ein Feuerfeger und dieses Roselia ist schon in niedergebrannt. Gardevoir, ja, das ist schon interessanter. Gardevoir, ja, da habe ich jetzt nicht so wirklich was speziell sehr effektiv ist. Mit Psycho. Naja, gut, aber wir haben einen, der eine Psychoresistenz hat mit Yannick. Und dann wird das schon passen. Gardevoir wird uns da keinen Schaden mehr machen können. Aber 45 ist schon nicht ohne. Oh, Doppelteam. Bäh. Doppelteam ist auch so eine Sache, die ich nicht mag. Na gut, jetzt fällt mir ein, wir hatten mit Lukas noch eine Attacke, die speziell effektiv ist. Oh, wie wenig zieht das denn ab? Hier mal Krabhammer. Gedanken gut, aber ich weiß auch, vor der Liga werde ich noch ein bisschen ja, erstmal trainieren müssen und dann auch meine Attacken ein bisschen, ja, verstärken, also ein paar bessere Attacken nehmen. Boah, das zieht ja noch weniger ab und da jetzt auch noch die ganze Zeit mein Doppelteam rum zu spammen, gehe ich jetzt zu Bolt, weil der hat mit Schockwelle eine 100% Trefferchance. Gedankengut. Da geht natürlich auch der Spezialverteidigung hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wie ich das hasse. Ich habe keinen Bock mehr. Sowas mag ich einfach nicht, wenn man die ganze Zeit Doppelteam einsetzen muss. Das ist... Oh, naja. Gut, hat Yannick ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Die er mal gut gebrauchen kann. So, ich nehme mal Julian rein. Mal sehen, was der Gegner einsetzt. Unser Gegner Enikoro. Irgendwie fällt mir ein, dass Heiko nur so weibliche Pokémon hat. Woran das liegt, habe ich keine Ahnung. Finte. Gut, das wäre eigentlich was für... Ja, Volltreffer. Wäre eigentlich was für Lowseeken, aber gut. Ich habe jetzt keine Lust, den zu wechseln. Oh. Ach nö. Ja, natürlich. 30% Trefferchance und er trifft nicht. Und warum ist dieses Ikoro schneller zum Teufel? Och. Da habe ich keinen Bock zu. Los, Siken. Der wird den ja das jetzt ja, zu Ende bringen. Das war ein Fail, das mit Julian. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. So, Doppelkick und die Sache ist gegessen. Och, nö. Also... Da könnte ich echt einen Reiz kriegen bei solchen... Ja, naja, gut. Egal, es ist besiegt. Dann ist es mir egal. Magneton. Ja, da könnten wir ihn eigentlich drin lassen. Ja, da lassen wir ihn auch drin. Magneton. Aber der wird auch keinen Feuerfeger überleben.
Magneton ist das einzige irgendwie, das aus der Reihe fällt bei Heikos Team. Naja. Damit hätten wir ihn besiegt. Wow, Jake, du wirst immer stärker. Ja, was denn sonst? Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Na, wenn du meinst. Gut. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Ja, dann würde ich sagen, ich cutte mal eben kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich dann einen VM-Sklaven wieder in meinem Team habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Siegesstraße und ich habe mir auch meinen VM-Sklaven jetzt mitgeholt. Gut, dann habe ich mir auch noch ein paar Superschütze gekauft, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ich habe jetzt statt dem Knecht, den wir hatten, jetzt einen anderen Blitz gegeben, nämlich Bolt. Ich habe das für Walzer genommen, weil die Attacke brauche ich eh nicht mehr. Ich bin nicht hergekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Ja, wir werden in der Siegesstraße auf einige Trainer treffen. Und ich denke mal, das wird ganz schön lustig. Und jetzt sehe ich schon, das wäre die erste Möglichkeit für Lowseekin gewesen. Naja. Und mein Ziel ist es vor allen Dingen auch noch, diese beiden hier, Steelhead und Lukas, was höher zu bringen. Hat der noch eine Bodenattacke? Nö, leider nicht. Aber er hatte doch eine Bodenattacke, er hatte doch Schaufler, ne? Ja gut, dem habe ich Schaufler gegeben. Gut, dann darf Steelhead das machen. Oh, Zielschuss. Was hat er denn vor? Naja, egal. Funkensprung. Das hätte doch so wie... so getroffen. Alter, warum ist denn das so stark? Und außerdem die Paralyse finde ich mal wieder richtig bescheuert. Wow, aber wir treffen, immerhin. Na, und er ist natürlich nicht besiegt. Das ist doch... ich mag das nicht. Ich mag das nicht, ey. Oh, warum muss der denn eine Top-Genesung haben? Oh. Ultraschall. Ja, finde ich okay. Das darf er ruhig einsetzen. Oh. Der erste Trainerkampf, der mir schon Probleme bereitet. Es fängt ja super an. Reicht einmal Kopfnuss. Bin ich mir unsicher. Ja komm, der hat einen hohen Angriff. Ich würde mich jetzt ins Mark beißen, wenn das jetzt nicht klappt. Oh, das reicht natürlich nicht, ey. Oh, alter Schwede. Wie gesagt, der erste Kampf und wir stellen schon so vor Probleme. Alter, warum ist dieses Funkensprung auch so stark? Ich bin doch niemals schneller als der. Oh. Ja, klar. Oh. Jetzt darf ich schon eine Top-Genesung aufbrauchen. Ansonsten habe ich gar keine Chance mehr. Oder so, ich habe gar keine. Doch, eine. Die werde ich mir natürlich auch nochmal danach kaufen. Alter, das gibt's nicht, ey. Lass das doch bleiben, Mensch. Das langweilt doch. Ach, ja, komm. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Ach, das langweilt bis zum geht nicht mehr. Geh zu deiner Mutter und heul. Blödes Magneton, ey. Ach, meine Güte. Slimog. Na, toll. Da hätte ich ihn genau wieder gebrauchen können. Da werde ich wahnsinnig. Da wird man wahnsinnig von, ey. Ja, wahrscheinlich werde ich erst hören können. Warum bist du da nicht? Warum hast du Schaufel nicht dem anderen gegeben? Ja, tolle Frage. Gute Frage. Warum nicht? Würde ich ja gerne machen. Oder würde ich ja jetzt gerne ändern. Geht aber leider nicht. Oh Gott. Puh. Der erste Trainer und wir können gleich schon den Part beenden. Das ist super. Das ist echt super.
Ja, Kaskade trifft nicht, natürlich. Boah, meine Güte. Warum denn nicht? Oh, warum, ey? Das ist doch... Ey, das regt mich so auf, ey. Und schon dürfen wir wieder ins Pokémon Center gehen. Nach einem Trainerkampf. Irgendwas sagt mir, wir sind total underleveled. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wisst ihr das? Vielleicht hat diese lange Pause nicht gut getan. Von Pokémon Smaragd. Vielleicht hat sie echt nicht gut getan. Ich hoffe, es wird in... Naja, gut, aber wie soll das in der Liga einfach gehen, wenn wir schon in der Siegesstraße solche Probleme haben? Das wage ich schon echt zu bezweifeln. Und die nächste Trainerin. Und ich wollte eigentlich das wechseln. Naja, egal. Trudlinde, aha, Roselia, okay. Roselia ist in Ordnung. Das ist ja nicht ganz so stark. Eigentlich sind die anderen, gegen die wir gerade gekämpft haben, auch nicht stark. Och, nö. Och, warum denn? Toxin ist doch jetzt auch unnötig und dann auch noch schwer vergiftet. Naja, davon haben wir Step drauf. Und Roselia ist in einem Zug besiegt. Dankeschön. So, 43. Für Julian. So, wir bräuchten hier mal ein Gegengift. Wenn ich das finden würde. Steht sich, aber ich finde es nicht. Na, dann nehmen wir einen Hyperheiler. So, dann stelle ich auch mal einen anderen nach vorne. Und zwar Steelhead. Okay, und hier brauchen wir auch schon direkt Blitz. Aber habe ich ja mitgebracht. Wie gesagt, nach der Siegesstraße werde ich mein Team nochmal komplett ändern. Oh, und wir brauchen auch direkt schon mal Stärke. Und warum hat... ich habe doch einen Schutz drauf. Ach, ich kann aber schon ahnen, warum. Weil er ja zu langsam ist. Ja, dann lasse ich... Ja, ich nehme Lukas vorne. Der kann da auch gut ausweichen. Oh, und wir kommen jetzt zu einem Stärkerätsel. Oh, und ich darf schon wieder direkt... zum Superschutz wieder greifen. Das hätten sie schon viel früher einführen müssen, dass man, wie gesagt, dass man... Und schon fällt mir wieder nicht ein, dass man genau, wenn der Schutz aufgebraucht wird, dass man direkt den nächsten einsetzen kann. Dass man dann nicht, kompliziert, dass man direkt gefragt wird, sondern dass man direkt dann nochmal anwählen kann. Oh Gott, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir hier noch Ewigkeiten hier rumirren werden. Das wird noch ein Spaß, diese Siegestraße. Vorsichtig hier hinschieben. Okay, nächster Trainer. Ich denke mal, das wird der letzte sein in diesem Part. Um nicht siegreich durch die Liga, Pokémon-Liga zu kämpfen, brauchst du das Vertrauen deiner Pokémon. Na. So, Astrainer Theresa mit einem Lepumentas. Okay. Das hat uns in der einen Arena richtig Probleme bereitet, aber ich denke mal, das sollte jetzt einfacher gehen. Ich denke mal, wir haben ja schon eine sehr effektive Attacke, deshalb sollten wir die auch direkt einsetzen. Kosmikkraft. Der macht doch seine Spezialverteidigung hoch, ne? Seine normale Verteidigung, auch beides, okay. Okay, Moment mal, Gigasauer kann ich auch einsetzen, aber setze ich ein, wenn der schon ein paar KP verloren hat.
Also wenn wir ein paar KP verlieren, versteht sich. Oh. Es wird wohl noch Ewigkeiten dauern. Der wird jetzt wahrscheinlich nur noch dieses blöde Kosmikkraft einsetzen. Und nur weil die Nummer meine nicht so stark sind, um die zu one-hitten. Deshalb würde ich diese Siegestraße wahrscheinlich bis auf Ewigkeiten verdammen. Ich weiß das doch schon. Es kann ja auch kein Volltreffer mal dabei sein. Antikraft. Ui. Der hat es mir jetzt aber gegeben. So, setzen wir nochmal Knirsche ein und dann Gigasauger und dann hat sich die ganze Sache wahrscheinlich. Gut, wir werden es wahrscheinlich auch nur so 4-5 KP wiederholen, aber naja. Aber es würde mich nicht wundern. Ja gut, dafür würden wir uns wahrscheinlich dann ein bisschen mehr holen. Gibt's nicht, ey. Oh, muss das sein? Das ist doch blöd, dass sie ständig solche blöden Top-Genesungen einsetzen müssen. Ja, Hyperstrahl, natürlich. Ja, aber gut, das hat jetzt auch nicht so viel abgezogen. Und wir haben jetzt 2 Runden Zeit zum Angreifen. Das war schon viel effektiver. Ja, Antikraft, das wird gar nichts abziehen. Ja, Volltreffer, natürlich. Natürlich, ein Volltreffer. Oh. Bin gespannt, wie lange meine Nerven das noch aushalten. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr könnt, ihr unterstützt mich in den nächsten Parts, weil... Ich glaube, das wird einige Qualen auf sich ziehen. Aber dafür ist es auch schon spannend, wenn ich da nicht so durchrushe, sondern halt viel vor einige Probleme gestellt werde. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns wieder in der Siegesstraße von Pokémon Smaragd Edition. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.